Von daher, wir gehen rein in diesen Kampf. Was auch die Playoffs haben wollen. Und wir sehen alles Schlimme mit dabei, ja. Okay. Sandcore, Aquana, Tobuts, Gortrom, Riffex in der Giga. Gortrom ist ein riesiges Problem. Kein Giga mit dabei. Antiboden, Antikäfer, Antipflanze, Überreste, Giftschleim. Oder Kugelei. Okay. Aber okay. So. Mal gucken, ob es klappt. Nach dem 0-6 gegen Cringy mal nicht unmöglich. Stimmt, differenztechnisch wird es dann auch schon schwierig. Ich Setup in Cinderella zu spielen mit Flame Charge SD. Aber hat dann. Ich hatte einfach keine Möglichkeit, dieses Hypo zu breaken. Das war mein großes Problem. Und dass der mich dann rausrollen kann und so weiter und so fort. Na gut, auf jeden Fall. Auf ein gutes Match, Passport. Let's go. Bitte gönn den Win. Fühlt sich irgendwie noch nicht so ganz nach vorletzter Spieltag an. Aber verdienen. Er ist es. Loop oder er ist es. Go. Okay. Optimaler Lead. Und holy shit, ist this game laut. Hilfe. Warum bist du auf einmal so laut? Ich denke mal, es ist ein guter Lied. Außer der ist jetzt Specs Fokusstoß. Ja, wir werden hier immer knocken. Dann wird es interessant. Er könnte Rocks legen, er könnte boomen, wenn er will. Ich sag, der geht für Captain. Ich glaube, hier einfach einen Knock rauszufeuern, das ist das Beste, was ich machen kann. Und wenn jetzt nur wahrscheinlich viel Damage auf dem Weg mitkriegen wird. Aber wenn er solide wird, halt wahrscheinlich ein Lead-Set sein. Also Suicide Lead. Kann auch sein, ja. Rocks Boom. Irgendwie so. Ne, wir sehen die Karte. Okay, kein Suicide Lead. Könnte trotzdem Suicide Lead gewesen sein, aber auf minus 1 macht dann vielleicht Explosion gar nicht mehr so viel Schaden. Das Ding physisch, ne? Oder speziell. Das ist gut möglich. Wir haben kein Life-Up gesehen oder so, es sei denn, ich habe mich gerade perfekt weggeturnt. So, wir sind auf. Oh, das ist ganz kurz die Aufnahme. Weggegangen, weil ich auf 9 geklickt habe. Ups. So, Knockout kommt. Lodomir wirkt ein bisschen nervös gerade. Vielleicht ist es aber auch die 1,25-fache Geschwindigkeit. Dass das Ding wahrscheinlich physisch ist. Ich finde, ihr müsst wissen, die neuen beim Numpad ist mein Aufnahme-Start-Stop-Button. Und es könnte sein, dass ich gerade beim Kalken draufgekommen bin. Zum Glück habe ich es rechtzeitig gemerkt. Hui, das hätte sonst ein bisschen. Wie kommt man auf die Idee, wenn man Pokémon-Content macht und nebenher kalkt, generell kalkt? Die Aufnahmetaste auf eine Zahl zu legen? But okay! Ins Auge gehen können. But okay! Hier immer Abgangsgerade. So. Der geht auf minus 1. Ich würde es, by the way, niemals auf eine Tastatur was okay setzen. Weil es immer passieren kann bei irgendeinem Spiel, dass du mal aus Versehen drauf kommst und blub, merkst du nicht, dass du ausgemacht hast. Ich würde einfach sagen, wir gehen in. Bin ich kein Fan von. Aura Shinjo. Body Press, Schutzschild, Toxin, Erdbeben. Shinjo war auch noch. Ich finde die linke Maustaste gut. Ja. Ha. Chancen stehen gut, dass du zumindest einen Teil immer aufnimmst von allem, was jemals passiert. Ich gehe in Yukari. So, Yukari kommt rein. Will es, wie gesagt, wahrscheinlich Rock setten. Ja. Ist ein bisschen nervig, aber ist in Ordnung. Oh, was ist das für ein Suicune? Ich hätte immer noch auf Mo gehen sollen, ey, ey. Ist der wenige Schlag. Gedankengut, Eisstrahlsurfer, Agilität. Oha, offensives. Nicht mehr, nicht weniger. Also mehr oder weniger. Gut, dann würde ich jetzt. Was will ich jetzt tun? Das wäre immer Akiko gewesen. Bisschen nervig. Neuer Stream-Button-Flow? Weiß ich nicht. Um zu schauen. Du machst den Stream ja mittlerweile eh scheinbar willkürlich aus. Ja, sorry, bin gestern auf meine 9 gekommen. Boah, die Haube. Das ist meine Stream-Taste. Ich glaube, ich gehe jetzt raus in Rotom. Auch eine gute Ausrede. Ja, ne? Ich gehe raus in Rotom. So, Yukari kommt zurück. Ich keinen Bock mehr auf diesen Kampf hab. Drücke ich einfach die 9. Hups! Und wir sehen. Pinakulada zurück. Und Love Potion. Aquana, okay. Mhm. Der Switch ging sehr gut auf. So, wir kriegen ein bisschen Sandschlumpfchip. Ist in Ordnung. Wir sehen die Leftovers. Ist auch okay. Ja, wir werden immer defoggen. Und damit die Sachen schon mal wegmachen. Wir werden immer so defoggen, Alter. Auflockern. Ich wollte gerade sagen, Lodomi. Unpredictable. Den könnt auch einfach Blättersturm drücken. Ich habe ganz große Vietnam-Flashbacks, wenn ich an dieses Rotom denke und Blättersturm. Will, auf dem Wolf-Switch oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen zu risky dann. Ich glaube auch nicht, dass er Vapo hier drin lässt. Glaube ich nicht. Wäre sonst ein bisschen riskant. Wenn ich das so sagen kann. Ich bin ein bisschen müde. Merkt es vielleicht.
Übrigens, vielleicht nach dem Watchstream machen wir vielleicht noch Unite on Stream. Ein bisschen blöd. Wie gestern. Also wer dann noch Bock hat. Einige Options. Ihr wisst Bescheid. So ist es nicht. Er könnte auch hier in Toxicity gehen. Und er bleibt einfach drin. Okay. Kriegen unseren Defog. Und wir sehen die Rollwelle. Okay. Drücken Sie die 7 für den Twitch-Service. Drücken Sie die 8 für die Registrierung einer Twitch-Partnerschaft. Drücken Sie die 9, um den Stream zu Wenn ich mal so das Average Set von Vaporeon. Ich kriege immer gute Vibes, wenn ich seinen Diggersby sehe. Bin aber gespannt. Aha, ja, ja. Der hat es seitdem auch nie wieder mitgenommen, oder? Kann es sein? Weil ich habe nicht wirklich Antworten. Ich erinnere mich an keinen Diggersby mehr, seit der getrappt wurde. Der ist immer noch getrappt. Außer jetzt halt hier Rotomau. Von Luftballon-Knacklion. Aber das Problem ist, Rotomau ist selber auch nicht so gut gegen die Schlammburg aufgestellt oder so. Deswegen ist es ein kleines Problem. Diggersby. Ein kleines, aber feines Problem. Digga. Digga, eigentlich guter Name für den, oder? Ah, jetzt, ich wünsche mir hier noch Willow. Was hat einfach nicht draufgepasst, leider. Weil ich Paint gebraucht habe für die Recovery, weil ich unbedingt die Anti-Käferbär spielen wollte. Aber jetzt halt extra zu Willow, Rillaboom zu Willow. Es kommt Toxicity. Das ist nervig. Kriegt Sandsturm-Chip. Und jetzt habe ich halt ein Problem. Der ist Mantle so gebrochen, der Hase traut sich nicht mehr. Für Makoto. Die Gift-Attacke ist halt obvious, aber genauso kann er Predict und auf die Elektro-Attacke gehen. Mm. Gefällt mir ganz und gar nicht. Gefällt mir alles ganz und gar nicht. Ja, ich glaube, das Beste ist, dass ich in Makoto gehe. Ich bin leider physisch und nicht speziell. Das ist gerade das Problem. Der kann den Psycho-Move, ne? Der kann Kraftvorrat, glaube ich, oder? Als Psycho-Dynamax-Move, um Grandiras hart zu treffen. Den könnte ich mir nämlich jetzt auch vorstellen. Wir sehen einfach Boombas, okay. Okay. Da kann Grandiras mit Lärmschutz natürlich einfach reinkommen, ne? Sehr schön, sehr schön. Ich würde eigentlich ganz gerne einmal wischen. Einmal wischen, um zu schauen, was er an seiner G-Max, ob er seinen G-Max zünden wird. Ich meine, der Synchro-Lärm gibt's in der Gen gar nicht. Synchro-Lärm gibt's in Gen 8 nicht mehr. Das ist sehr schön. Ich glaube, Kraftvorrat war's. Er haut uns keinen Dynafinster, Finster. Dynadunkel. So ist es. Vielleicht ist es ein bisschen blöd. Ich habe die Cobra Berry von Jirachi noch weggemacht, statt drauf zu halten. Und das wäre jetzt in der Situation, hätte ich lieber die Cobra. Ganz klar. Ja, wenn er ein Excadrill geht, gehen wir in Rotomoe oder Shinjiro, je nachdem. Stehen wir eigentlich mit Beinen relativ gut da und durch den Wisch sind wir dann wieder voll. Sollte dann passen. Einigermaßen. So, die Frage, was er jetzt macht. Ich würde ganz gerne den Charner kalken. Die dann auch Non-Net-Decks liegen. So, du kommst rein. Du bist Excadrill. Guten Tag, der Herr. So, einmal ein Wish. Und wir gehen jetzt einfach. Wir gehen. Wir gehen auf Shinjiro, wir leben alles und durch den Wish sind wir wieder voll. Oder wir gehen Akihiko. Ja, auch wenn er SD drückt, leben wir immer. Ein Move. Und können ihn dann mit Body Press rausnehmen. Bis der unerwartete Knuddler plötzlich kommt. Okay. Ja, dann wär's doch Akihiko gewesen. Dann ist auch Akiko gewesen, okay. Wie viele Runden Sand haben wir noch? Wir haben noch eine Runde Sand. Okay. Ist interessant, dass jetzt Dings kommt. Die Frage, ob jetzt der Double raus ist in Akiko. Er hat eine echt angenehme Stimme. Ja, auf jeden Fall. Auch Commentary und so. Haben wir ja, glaube ich, im ersten Watchstream reingeguckt und waren ja auch sehr positiv überrascht. Bin auch gespannt, ob er hier sich überhaupt entscheidet drin zu bleiben. Weil sonst verliert er Excadrill, wenn er kein Sash ist. Sehr, sehr solide. Und das würde ich eigentlich dann doch relativ nehmen. Ja, er wechselt raus, okay. Alles richtig gemacht. Er geht in Mojito. Du bist Rillaboom. Guten Tag, der Herr. Jetzt kurz immer von Gen 8 ist schon irgendwie der Toxelboy da. Aber ist nicht mein Favorit. Ja, wir sehen die Grisses. Boah, Riffex ist schon, finde ich, hat das geilste Design. Damit habe ich gerechnet. So, Grasarm, Gortrom. Sehr gut. Haben trotzdem okay, ne? So eine Acrobatic. Wie viel nehmen wir davon, wenn er einfach full Fist-Step ist? Nicht full Fist-Step, full Fist-Attack. Ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Er war auch bei der Gruga in meiner Arena, auch im Real Life ein sehr sympathischer Dude. Ja, ich habe mir ein Autogramm von ihm holen lassen. Vom besten Pokémon-Spieler der Welt. Ich habe mich leider getäuscht. Ich suche und suche und suche. Er fing gar nicht mal Monat. Auch nicht der beste Pokémon-Spieler der Welt. Ich dachte, weil er mich besiegt hat, so, ne, muss er mega krass sein. Aber scheinbar kann das jeder. Wo ich reinwechseln will, was ist denn das? Komm hoch. Mein Autogramm mittlerweile auch weg von ihm, aber ja. Acrobatics 57, wow. Auch kurz das getroffen, an der Pommesbude.
Warum zieht es uns so viel? Holy. Ja, ich würde immer auf den Cinderock gehen. Auch wenn der High Horsepower kommen kann, muss ich trotzdem in den Cinderock gehen. Boah, Schwertanz wäre welt jetzt. Schwertanz. Die Priorität, die ich hier habe. Bulk Upset. Okay. Nimmt man auch. Noch mehr Setup. Nervig. Ich denke übrigens, wir sind mal also Bulk Up, gegen Lolome. Ich glaube, es ist egal. Die Frage, was noch? Aber wir sind mal gegen Lolome. Einfach aus Prinzip. Indem ich auf Akiko gehe? Oder nicht? Gute Frage. Ich glaube, hier einmal Akihiko, um zu scouten, ob er den Ding hat. Er ist gerade auf plus, minus 0, also er ist nur auf plus 2 Death. Weiß ich nicht, ob rauswechseln jetzt so geil ist. So, wir gehen Akihiko. Gegen wen kämpft Lodomain nochmal gerade? Gegen Passport. Das ist also noch sein Cover. Der gute Passi. Man kennt ihn. Ist in Ordnung. Glaube ich. Ja, plus 2 Death, Goldraum. Ja, wir werden einmal Paint-Splitten. Das ist nervig. Ja. Und ich denke, der kann halt theoretisch nochmal protzen. So, ich glaube, er weiß schon, dass der nicht Wahlschall ist, ne? Und da Trick jetzt kommt. Sub. Okay. Sub, Bulk Up, Acrobatics. Nicht mal, nicht mal hier. Mir fallen Move-Namen wieder nicht ein, ne? Zum Heulen. Crossroad wahrscheinlich, oder? Er hat kein, Sub, Acrobatics. Drain Punch, Bulk Up. Aber hat er Akrobatik schon jemals eingesetzt? Nee, oder? Das heißt, ich gehe jetzt wieder ins Sinn. In ja, und jetzt kann er einen Protzer rausbekommen, wenn er möchte. Makoto, es ist Ken. Wieder den Attack noch um 1 droppen. Der droppt nicht. Dann ist er auf minus 1, plus 2. Der droppt nicht. Der Delegator also, protected. Ist egal. Nevermind. Bin dumm. Protzer? Protzer, ein weiterer. Okay. Ja, der ist scary jetzt, Mann. Er protzt sich weiterhin hoch. Wir müssen jetzt halt immer auf Fire Punch gehen. Es ist jetzt nicht sogar nochmal ja, Protzer? Ich muss ein Rain Punch leben. So, aber sein Grassy Terrain ist weg. Maybe? Wir müssen halt hier immer Fire Punch drücken. Immer Fire Punch. Oder Drain Punch. Also sind beides Optionen, denke ich. Starkes Set bis hierhin. Macht gut Druck. Ja doch, dann müssten wir in Gengar starkes gehen. Starkes Set. Wird scheinbar nicht gewinnen. Ja, sonst hätten wir nicht noch so viele Minuten vor uns, aber wird wild. Er geht nochmal für Protzer. Mhm. Nervig. Mhm. Ist jetzt plus 3 oder plus 4 Def schon? Egal was ist, er ist mindestens so. Plus 4. Fire Punch kommt. Okay, und das Sub hört aufzuwirken. Hätte ich gar nicht mal so als Gesetz gesehen. So, ich gehe auf den Drain Punch, jetzt den Gengar. Boah. Gengar Switch. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal subben wird, weil er gesehen hat, dass ich seinen Sub immer breaken kann. Also ich breaken kann, ich break sein Sub immer. Das ist jetzt ein bisschen nervig, das Ganze zu umspielen. Gengar Switch, puh. Also für beide könnte der kritisch werden. Das ist gerade Pain. Das ist gerade sehr, sehr viel Pain. Aber ich sehe auch gerade eher so... Beziehungsweise haben halt wirklich bisher nur Drain Punch gesehen. Also wenn er Grassy Seed spielt, gehe ich halt stark von Acrobatics aus. Ich hätte ihn vorhin einfach mit Shinjiro toxen sollen. Und dann wäre das alles hier tausendmal einfacher. Hm. Also wirklich, tausendmal einfacher. Ja, bitte überleg nicht, dass du nicht auf den Drain Punch gehst. Drück von mir auf Sub oder Bulk Up nochmal. Er muss ja was gegen Gengar haben. Drain Punch, bitte. Ja, bitte Drain Punch, so. Und damit ist er down. Und jetzt drücken wir immer Matschbombe. Alles verloren. Ja, wir drücken das gesamte Setup für den Arsch. Oder will ich selber subben? Der muss rausgehen jetzt, ja. Drück ich selber den Sub. Würde ich tun. Nee, wir drücken immer Matschbombe. Ich denke, ich Sub ist hier free. Loswerden. Weil er muss Gortrum hier rauswechseln oder der stirbt halt. Sonst schreit das Ding einfach nur Probleme. Also, ganz dicke, fette Probleme. Und wenn er drin bleibt, kann er danach immer noch mal Trommel drücken. Wenn er dann weg wäre, dann wäre die Gefahr einigermaßen gut gebannt. Was mir dann doch schon gefällt. Weil der war scary im Teambuilding. Ich hasse Gortrum. Also, man kann mich mit Gortrum jagen. Ich hasse das Ding, gegen zu spielen. Weil einfach Grassy Guide, dann gib ihm. Wer braucht er halt gefühlt nicht. Und hebt ihn sich tatsächlich nochmal auf. Und geile Ghost ohne Pursuit muss ich auch nochmal spielen. Jetzt so ein schön Energy Ball. Gengar hätte ich auch nochmal Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ich Gengar jemals gespielt habe in der Draftliga. Es kann sein, dass ich den mal im UDT oder so hatte, ganz am Anfang der Season. Kriegen die Poison, wir können Shadow Ball drücken. Ich habe eh vor, so ein kleiner Fun Fact, mal ein Video jetzt dann nach der PML zu machen,
wo ich nochmal all meine Draft-Ligen in Schwert und Schild zusammenfasse, so dass man nochmal irgendwie einen geilen Abschluss hat. Dass man nochmal guckt, okay, in welchen Draft-Ligen haben wir nochmal mitgemacht und was ging da so ab? Also da war ja wirklich viel mit dabei. Von GPL-Season, drei GPL-Seasons, glaube ich. UDT, NPBL, zwei Seasons. BPP, LPP, UPP. TML natürlich jetzt. Ja, also mindestens 10 waren es auf jeden Fall. Das wäre vielleicht nochmal ganz cool, so als ein Video. Aber mal gucken. So. MPL, stimmt. So viele Sandhörns hat er. MDL gab es, glaube ich, oder war MDL? MDL könnte noch Usum gewesen sein. Ich glaube, wir gehen dann immer Roto Mo. Das Mo ist noch wichtig. Dadurch, dass der Super weg ist. Da ist noch ein Vapo in the back. Aber das sollte in Ordnung sein. Da ist noch. Also, Vapo killen wir immer mit Shinjiro durch Toxic. Ne? Den zu handeln ist nicht das Problem. Da kommt Exka wieder. Guten Tag, der Herr. Ich bin so müde. Warum? So, ich würde sagen, wir gehen in. Ja, wir gehen einfach wieder in Aki. Ab jetzt sieht es aber schon wieder sehr, sehr stark und sehr, sehr gut für Lolomeo aus. Da wird es schwierig durchzubreaken. Will nie im Leben XSA drücken. Glaube ich nicht. So, Aki kommt aufs Feld. Wir sehen wieder Schwertanz. Vollkommen okay. Und jetzt. Ja, wir kriegen noch ein bisschen Sandsturmchip. Wie viele Runden Sand? Zwei Runden hat er. Wir drücken jetzt hier immer Schmarotzer. Und feuern ihn ins nächste Universum. Kommt der Eisenschädel. Flinch. Oh, Alter. Der macht Damage. Der macht echt okay. Damage. Wir flinchen, das ist blöd. Jawohl. Das ist unlucky. Das ist sehr unlucky. Stalobor. 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 Was ein bisschen blöd ist. Aber so soll es jetzt sein. Wir können nichts dagegen tun. Ja, es ist ein bisschen unlucky. 30% halt. Er geht auf Spin, damit er den Speedboost nach dem Sand noch hat. Okay. Ist nice, aber es gibt ein paar Mons, die, glaube ich, mit Live-Warp-Erdbeben noch leben können. Sehr gut. Ist okay für mich. So, weil jetzt ist auch der Sand weg. Klar, er ist jetzt plus ein Speed. Aber wir haben immer noch Shinjiro. Ich hoffe so sehr, dass in der neuen Gen Skorgo dabei ist. Ich liebe ihn. Ich denke, die Chancen stehen sehr gut, dass Mons, die wir jetzt nicht hatten, da dabei sind. Und hier immer Body Press. Und es wird keine Garantie geben, aber die Chancen werden sehr gut stehen. Klar, er kann jetzt hier nochmal auf Hex gehen mit Iron Head, was nervig wäre. Denke ich mal. Ich weiß es natürlich auch nicht, ne? Das ist halt so. Aber wenn damit halt hier Erdbeben... Eisenschädel. Flinch! Der Damage, Alter. Junge, Erdbeben hat gekillt. Wir flinchen ein zweites Mal. Wild? Das ist das, was ich hier sehen will. Das ist sehr dumm. Der doppelte Flinch. Damit macht das Ding jetzt schon mehr, als es eigentlich sein sollte. Eisenschild hat aber auch immer mindestens 70% Flinch-Chance. Ja. Aber man muss auch sagen, ne, gegen jemanden, der Jirachi gedraftet hat, vielleicht auch fair. Vielleicht auch fair, dass hier die Flinches kommen. Halt sehr unlucky. Ja, Erdbeben, ne? Er hat noch das dumme Vaporeon. Ich würde ganz gerne in den Cinderock gehen, ihn mit Rohr reindrücken. Dann ist er tot. Der hat keinen Grund, nicht für Erdbeben zu gehen. Ja, doch, machen wir. Aber ich sehe den Play wahrscheinlich trotzdem. Also, nicht mehr so wichtig, aber Shinjiro ist wichtiger, sagen wir es mal so. Erdbeben. Ja, alles andere wäre verwunderlich. Drückt dann kleine böse LED. Dankeschön, LED. Hittet. Whatever. Pferdestärke. Hexer ist hittet. Dankeschön fürs Zuhören. Hexer ist hittet. Lumi, aber auch ein Ehrenspieler, der immer so. Wish Rachi gespielt hat und nie Scarf. Ja, aber Wish Rachi auch nicht so cool. Aber ja, sehe ich schon. Trotzdem, einfach reinflinchen. Jetzt kommt Erdbeben-Crit. Erdbeben-Crit. Das hätte ich halt literally noch alle Mods. Darüber kann sogar nochmal rausgehen, ne? Der kann doch richtig gut werden. Stressig. Stressig, unnötig, kompliziert. Sagen wir es mal so. Ich denke, der geht jetzt hier immer raus. Ich glaube, so ist es am besten zusammengefasst. Stressig und unnötig, kompliziert. Stalobor habe ich auch noch nie gespielt, glaube ich. Das ist das, was mir am wenigsten gefällt. Weiß doch nicht, ob das so mein Mon ist. Aber gut. Aber er hat Bock drauf. So ist langsam mal. Er hebt sich sogar nochmal auf. Aber ist wahrscheinlich zu spät. Außer der ist nochmal mit dabei. Jetzt hier wieder Setup. Ich feuer dem Eisbeam rein.
Ist mir scheißegal, ich feuer dem Eisbären um die Ohren. Ich weiß nicht, ob der einen Pflanzen-Move hat. Nicht mehr raus. So, Surfer kommt. Es gibt so viele vergessene Mons. In der Theorie müssten die jetzt kommen, wie zum Beispiel Knirfisch. Keiner hat den mehr auf dem Schirm. Und von den anderen muss ich nicht erst anfangen, weil ich die auch vergessen habe. Doch an Knirfisch denke ich hin und wieder mal. Spiel bitte nicht. Doch, doch. Oh nein, 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 nein. Schütz dich ab. Nein, nein! Verlass es nicht. Oh oh. Bitte nicht. Aber das ist ein gutes Zeichen. Nein. Pass auf. Dieses hier, wenn ewig lange nichts passiert, ist ein gutes Zeichen. Weil dann stabilisiert es sich oft nochmal. Herzinfarkt darf man trotzdem bekommen. Aber wenn direkt so auffloppt, blub, dann ist scheiße. Hallo. Hör auf. Stopp. Nicht jetzt. Es geht weiter, sage ich. Es wird keinen Disconnect geben. Moment. Hallo. Spiel noch da? Dort rum, Wabbit. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich sage, es geht weiter gleich. Gib nicht auf, Spiel. I believe. Kämpfe! Kämpfe! Komm! Kämpfe! Haben wir sie jetzt einfach gefreezt, oder? Oh, Attack ist ja so. Hä, das Spiel. Ich guck mal, ob es irgendwann weitergeht. Du musst mich nicht erst weghexen mit dem Double Flinch und dann so, hallo. Gibt's hier auch Gewinner? Oh, hier geht's weiter. Oh, ja, danke. Seht ihr? Seht ihr? Danke, danke. Deswegen noch 20 Minuten, ja. Von mir aus, wir sind Full Speed. Wir haben vorhin gesehen, Rotom Mauer speedet, dann sind wir auch mit Yukari schneller. Kannst du Grassy gleich drücken, wenn er will? Wir haben die Anti-Grasbeere. Bei Belex wäre direkt. Ich glaube nicht, wenn er wirklich mit dem Feld. Error. Verbindung abgebrochen. Sonst hat Shinji auch nicht vorbeikommen würde. Aber das hatten Blocky und ich auch vor kurzem. Okay. Ah. Wir sind Anti-Grasbeere. Interessantes Set dann, ne? Also es verliert gegen Gengar, es verliert gegen sehr vieles. So. Interesting. Weiterer für Redback. Sehr schön. Wo ich das sehe, gar keinen Bock gegen Belex zu kämpfen die Woche. Es wäre zu viel verlangt, Hau ihn weg. Einfach schnell besiegen. Das ist der Play. So schnell besiegen, dass gar kein Disconnect kommen kann. Also hast du so 4 Turns Zeit. Dann könnte wieder extra reinkommen und Setup. Fordern. Und das will ich nicht. Ich habe nicht mehr die Ressourcen, um mein SD abzukriegen. Ich habe wirklich nicht mehr die Ressourcen nach dem Doppel-SD. Das ist gerade mein Problem. Der Doppel-SD hat... Also, nicht Doppel-SD, der Doppel-Flinch. Der hat alles ein bisschen zerstört. Sehe ich, dass der ein bisschen nervig ist. Wie viele Grasfeldrunden haben wir? Wir haben 3. Okay. Mhm. Ja, wir müssen in Makoto. Ja, ich sag mal so, Reflex ist jetzt gerade ein bisschen scary, ne? So, wir rufen zurück. Und das Ding ist, seine G-Max hat er auch noch. Ja. Das ist das, was am meisten terrifying ist. Ja, dazu. Yep. Da okay, kommt sie. Cool. Let's go. Das würde dieses Matchup hier eindeutig erleichtern. Klar, der kann auch Fire Punch haben und so. Aber wir haben Überschallknall gesehen, dass er speziell ist. Giga-Reflex. Und wir so ein sehen geiler. Den Giga-Bollschlag. Ja, das heißt, die Para für Jirachi. Au. Das macht Damage. Wir kriegen die Para. Ist auch sehr, sehr nervig. Gibt Belex schnell etwas schwer bei seinem Bulky-Spielstil. Hm, das ist das Problem. Damit bricht er jeden Gegner. Ständige Disconnects und Bulky-Spielstil. Ach, nö. Oh, da sind wir wieder angekommen. Uns das Game noch. Ah, okay. Weiter geht's. Weil wir einfach das extra weg Shadow Ballen, wenn es kein Speed Boost drin hat. Ja, der gewinnt es uns noch. Wir müssen jetzt hier einmal Protect drücken. Kann er damit leben eine Runde? Wichtig. Ja, doch, safe. Safe, safe, safe. Rollschlag. Maybe. Jawohl, okay, die G-Max ist wasted von ihm. Sehr schön. Ja, also nicht wasted, sehr, ne? Sehr hat halt Jirachi gebrochen, richtig. Aber... Sehr, sehr wichtig. Hätte schlimmer sein können. Wir kriegen jetzt keinen Wush mehr raus. Ich drücke trotzdem mal Wush, einfach auf den Fall der Fälle. Falls er hier irgendwie throwt. Aber das ist wichtig, dass er kein... Oh Gott, dass er das hier nicht... ne? Ich kann nicht mehr reden, Wörter und so sind schwierig. Merkt euch das immer, Wörter sind schwierig. Falls er hier throwt und rausgeht, kriegen wir vielleicht einen Wush hoch. Und kriegen dadurch die Tiere hoch. Das würde ich doch sehr gerne nehmen. Er könnte halt hier sogar ein Exca, actually. Das wäre eine Option. Bevor Exca hätte er auf den Protect Sword Sense gedrückt. Ah, nee, das einfach. Okay, kommen weitere Giga-Wollschlag. Ach, vorhin, oder was? Auf das Grandiras? Dann stirbt Makoto. So. Ich glaub ja, ne? Wäre wild gewesen, ja. Ist in Ordnung. So, das Grasfeld ist weg und sein G-Max ist vorbei. Beides sehr, sehr gute Zeichen. So, 3 Mons gegen 4 Mons, glaube ich sogar. Wir sind auf Shinjo. Okay. So. Ist das der Play? Ich glaube, wir drücken einmal das Protect für die Recovery. Und dann drücken wir Earthquake. Okay, ja, der Earthquake. Wenn er jetzt hier mit mir. Wenn jetzt Gangwechsel kommt, Alter, dann. Unangenehm. Dann bin ich richtig sauer.
Dann hat er wahrscheinlich Overdrive. Jetzt dürfte er Smashbombe. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann auch Insert. War es aber auch crazy, ne? Ich glaube, Matschbombe wird er nicht haben. Ich denke mal, der wird Schlammwoge haben. Weil der Matschbombe mit Kugel sicher abwehren kann. Der wird immer Lärmschutz spielen gegen Reflex, aber. Gangwechsel war fähig. Nur zur Sicherheit. Gangwechsel wäre jetzt nicht so schön, weil wir sind eh langsamer. Also, das sollte in Ordnung gehen. Sollte. dieses X-Card Start geht mir nicht aus meinem Kopf. Weil sonst würden wir hier in einer so guten Position stehen. Also wirklich, dann. Ja, die Flinches waren schon lucky, also kann man nichts sagen. Aber das macht's jetzt interessant. Aber ist halt Mods, ne? Gibt leider keinen Weg dran vorbei. Kannst du mal ein paar Tipps geben für Teambuildings? Die Frage, was ich habe damals in der GPL Season 7 mal ein Live-Teambuilding gemacht. Das sind sehr viele Stunden Material, die da zustande gekommen sind. Aber da kriegst du einen Eindruck, wie ich immer teambilde. Oder wie ich damals geteambildet habe. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber eher zum Negativen. Also wenn du geile Teambuildings mit viel Zeit machen möchtest, dann kannst du gerne mal nach Nestflow Live Teambuilding gucken. Ich denke, da müsstest du da so 3, 4, 5 Parts finden oder sowas. Ja, ist nicht das Knackigste, aber wenn du Tipps willst, ist das, glaube ich, die beste Anlaufstelle. Wenn ich in Exka gehe. Wenn er Exka geht, dann weiß ich nicht. Nicht, dann weiß ich nicht. Ich sehe Exka hier nie als Play. Also legit nie. Weil ich kann einfach Erdbeben klicken und dann bam, weg. So. Deswegen, nee. Oder selbst bei... Let's go! Aber trotzdem muss er sich da auch ein bisschen was denken, wenn ich mit Shinjiro in Toxicity reinkomme. Dass ich doch mindestens Erdbeben spielen muss. Oder irgendwie so. Na, was weiß ich. Also schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich würde jetzt auch hier noch Rest auf Yukari anstelle von Agility. Würde mir auch ein bisschen was erleichtern. Aber nun gut. Herr Passwort, machen Sie mal hin, bitte. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wie lange ist die Minute? Das habe ich auch gedacht gerade. Und wir haben 1,25-fache Geschwindigkeit. Kriegen ein bisschen Leftovers Recovery. Drückt der Schlammwo? Überschallknall. Er ist tatsächlich soundproof. Oh mein Gott, er hat... Passwort! Ja, gut, oder hat er predicted? Nee. Für den Free... Er vergisst er wirklich Lärmschutz gerade? Hä? Soundproof. Schade. Schade, Toxicity. Oder hatte er nichts anderes? Eine weitere Runde Leftovers für uns, Baby. Sehr schön. Sehr, sehr schön und wichtig gegen Exka, wichtig. Okay, also vielleicht hat er keinen Gift-Move gehabt und dachte sich, okay, jetzt rauswechseln, irgendwas in Erdbeben reinschicken, will ich nicht. Na gut, ein weiterer Leftovers Recovery-Turn für uns dadurch. Und wir sind maybe! Noch also hart. Ne, gefällt mir. Ja, legit, gefällt mir sehr. Aber ich glaube auch, dass es eher vergessen hat. Ja, wenn extra reinkommt, dann müssen wir halt immer Body Press drücken. Oh, Alter. Diese Müdigkeit. Sind wir einfach unlucky. Sie ist real. Muss ich nicht anders sein. Dann sind wir einfach unlucky. Oh mein Gott. Ich glaub, dass er dann irgendwie denkt, okay, der drückt wieder. Ich habe gerade eine Erleuchtung. Dieses Symbol hier. Ne? Ich wusste schon immer, dass das so ein bisschen Infernopod darstellen soll. Also Infernopod hat ja diesen Bart hier, ne? Dass das orangene Infernopod ist. Ich dachte aber immer, dass das hier so ein Samurai-Helm ist. Aber das ist ja einfach Infernopods Kopf und seine Zangen. Obvious. Aber es ist mir in all den Jahren nie aufgefallen. Ich dachte immer nur, das gehört zu Infernopod. Und das ist so ein Samurai-Helm vom Leiter oder so, aber der Leiter hat, glaube ich, nicht mal einen Samurai-Helm. Bisschen unangenehm jetzt. Aber. Kind of GG. Immerhin habe ich es noch erkannt. Auch wenn es 3 Jahre gedauert hat. Also, sobald er einen Turbo-Dreher rauskriegt, habe ich keine Chance mehr. Oh, hey. Esteed. Das ist doch schon immer ein Pferdepot gewesen. Ja, ist mir schon klar, dass sie das jetzt nicht spontan geändert haben. So, Herr Passwort, was machen wir? Durchaus. Wenn Vaporeon reinkommt, toxe ich immer. Wenn Expert reinkommt, Body Press ich immer. Das sind hier die beiden Szenarien. Doch, das sind die beiden. Der achtet auf sowas. Genau, Stevie. Body Press, Vaporeon, toxic. Stevie ist mein Mann. So nicht anders. So und nicht anders. Ich sag jetzt nicht, dass ich dieses Zeichen nie beachtet habe. Jawohl, Juli. Lange überlegt und sehr gut. Einfach nur die Internetverbindung. Ich hab's auch nie beachtet. Du, das ist Vapo. Nee, auch er sind auch noch. Was? Oh, Plot Twist. Ich auch. Scheiße. Oh. Den habe ich voll vergessen.
Das ist ein bisschen traurig, dass er den vergessen hat, aber der zerstört ja gerade komplett. Oh, nö, ich hab gedacht, es wären nur noch die zwei. Also der kriegt ja, wenn der jetzt einfach Psychokinese drückt, kriegt der ja immer einen Kill. Scheiße, ich hab gedacht, es sind nur noch die zwei. Och, nö. Dickes auch nö. Was mach ich? Er dachte, dass gerade ja aus Bulletproof spielt, weil Lunomir davon ausgeht, dass der immer Matsch gegen den drückt, weil du ja nicht Boomburst gegen den Soundproof-Mon drückst. Das ist sehr, sehr blöd. Ich glaube, ich muss tatsächlich doch nichts opfen. Ja. Also ich sehe den Punkt, Henny. Ich sehe den Punkt, dass Passi das dachte. Ja, also nur nochmal, um es für alle mitzunehmen. Es ist ja obvious, dass Grandiras Lärmschutz spielt gegen Riffex. Das heißt, Lolome ist ein guter Spieler und könnte sich ja denken, der drückt gegen mich ja dann nicht Überschallknall, weil ich ja logischerweise Lärmschutz bin, also drückt der Matschbombe, also spielt der kugelsicher, weil immer Matschbombe kommen wird. Das ist an sich ein guter Gedanke von Passi, aber erstens kann Riffex eh Schlammwoge, glaube ich. Wenn nicht, dann korrigiert mich gerne, aber Schlammwoge kann der nicht mit kugelsicher abfangen. Und zweitens möchte, also auch wenn es obvious ist, möchtest du vielleicht trotzdem einfach einen Switch in den Überschallknall und Overdrive haben. Also, ja. Also habe das Match nicht gesehen, aber das wäre eine Erklärung. Ach so, okay. Ja, weiß ich nicht. Opfern. Ob das deine Dings war. Nö. Ja, ich muss zu nix. Und immer wieder gerne, Sandra. Immer wieder gerne. Ach nee. Ja, damit er die beiden Einheit blinkt, ist ja noch mehr. Ach, der Psycho-Klinge. Ja, nimm es einfach raus. Wir haben keine Mission. Psycho-Klinge blockiert. Keine Huge. Ja, jetzt er lockt. Wenn der jetzt gelockt ist. Will ich pokern und hoffen, dass er lockt ist. Ja, dann eigentlich rein in den. Wir gehen Yukari. Ja. Und. Jetzt Agilität. Ach, das ist Vapor auch noch lebt, ne? Wie gewinnen wir? Boah, Aquana. Jetzt raus in Shinjiro. Vaporeon abfangen. Er bleibt einfach drin. Ach, come on. Dann ist er wahrscheinlich nicht locked. Nee, er setzt einfach von zwei er einfach. Ist locked. Was? Was macht er denn da? Hätte ich das gewusst, wäre es wieder Free Setup gewesen. Der Mann, der choked? Oder einfach zu schnell auf Kampf gedrückt? Ich verstehe es gerade nicht. Passwort! Verstehe den Kerl nicht. Wir drücken Bulkpress. Ja, jetzt ruft er zurück. Hä? Hat er das nicht gemerkt? Love Potion, er wickt sein. Er zeigt sein bestes Mon, okay. Actually, vielleicht hat er aus Versehen auf Kampf gedrückt und es war dann so ein Missclip oder so. Zu wenig. Jetzt wird halt immer eine Rollwende kommen. Verzweifler. War da ein Toxic drauf zu bekommen, wäre doch schon mal wichtig, oder nicht? Warum drückt der für Suicune. Hä? Das macht null Sinn. Also in keiner Welt macht es Sinn, dass er da Verzweifler drückt. Oh. Aber dieses Grandiras kommt langsam wieder zurück ins Leben, ne? Hat noch ein Wish, okay. Fein bei mir. Yes. Das ist so fein. Hat er noch irgendwas, was er hochheilen kann? Oder? Einen kann er machen. Jetzt hier halt einmal ein Toxic feuern. Mhm. Ich komme nicht drauf klar, wie Patro gerade spielt und dass es funktioniert. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme ganz dick nicht drauf klar. Wird immer ich finde es auch ein bisschen random auf jeden Fall. Toxic zurück. Ich verstehe diesen Mann nicht. Ja, was daran das Problem ist, also, weiß ich nicht. What was he cooking? Ich habe keine Ahnung. Also der Play ist doch jetzt nachvollziehbar. Seine Plays ergeben für mich keinen Sinn. Warum ergibt Toxic keinen Sinn? Das davor, okay. Aber warum ergibt Toxic keinen Sinn? Solche Spieler werden belohnt, Kappa. Solche Spieler werden belohnt. Das ist halt sehr nervig. Wir müssen halt hier raus. Rieche ich hier ein bisschen Salz? Bisschen, ne? Curry. Wie gesagt, ich wünsche mir jetzt sehr gerne, dass ich Rest hätte. Geht auf den Wish. Ja. Ist in Ordnung. Und kann jetzt nochmal Toxic drücken. Ja, kriegt einfach das Recovery, bla bla bla. Ich werde es raus. Wechseln wieder an Shinjiro zurück. Ja, auf jeden Fall der Fall, dass hier nochmal ein Toxic kommt.
dann ja, sehe ich haben wir den Damage so minimal, wie es gerade geht. Und wenn er flippt, dann stehen wir gegen die beiden anderen relativ gut da. Relativ. Das wird jetzt spannend. So, wieder rüber auf Shinjo. Jetzt kommt einfach die Rollwende. Ob er das noch irgendwie drehen kann. Das macht keinen Sinn. Ich verzweifle gerade dran, wie Passport spielt. Also wirklich, ich verzweifle dran. Ja, also die letzten Plays finde ich vollkommen nachvollziehbar. Das macht es mir nicht schlüssig. Nee. Ich glaube, da sucht er sich gerade eine Ausrede. Es ist für mich nicht schlüssig, wie er gerade spielt. Dass er gerade da nicht durchkommt. Also eigentlich der Verzweifel. Hätte ich da einfach mal Setup rausbekommen mit Yukari. Es ist frech. So, und jetzt kriegt Tomo wieder einen Kill. Das ist frech. Hat er doch gut gemacht, all around. Ja, nee, wir haben das Also das mit dem Verzweifler war dumm, aber ich glaube, da hat er einfach auf Kampf gedrückt und dann ist instant ausgewählt worden, weil er keine Auswahl hatte. Drückt ihr immer Psycho-Klinge. Maybe leben wir. Er lebt. Aber mehr das halt nicht, ne? Ja, macht nichts. What the fuck? Das macht halt gar nichts. Wirklich gar nichts. Vielleicht wäre sogar Toxic into Toxic besser und dann ein bisschen so Toxic Protect Stuff. Indem er choked, raus aus Vaporeon geht, wenn Yukari gegenübersteht. Den Ice Beam freeze und er kein Scald hat. Das ist unsere Wincon. Der hat doch immer Scald. Oder nicht? Okay. Hex sind nicht auf unserer Seite, niemand. Hex sind so hart nicht auf unserer Seite. So, Yukari, komm. I believe. Denk einfach, okay, wir müssen in Vaporeon gehen. Bitte denk's einfach. Drücken hier Agility. Ja. Weil sonst keine Chance mehr haben. Bitte denk einfach, okay, ich muss in Vaporeon gehen. Bitte. Okay, drückst du Yukari-Klinge? Maybe live? Naja, leben wird er das schon noch, aber es bringt ihm halt nichts. So. Warum kommt jetzt die entspannteste Musik der Welt? Ist da das Ende ein bisschen zu früh eingeblendet worden? Maybe sind wir da noch drin. Okay, hold up. Das killt. Hold up. Das ist doch. Also es ist gerade so das epische Finale, wo du noch so ein bisschen Hoffnung haben kannst und es kommt einfach so entspannte Segelmusik. Wir können nicht freezen, weil er getoxed ist. Ja, das ist ein Argument. Aber er kann ja jetzt noch 14 mal Toxic missen. Statt ihm hier Rest, das wär's. Ja, wir haben verloren. Das wird nichts mehr. Vergessen, dass wir ihn getoxt haben. Toxic kann noch missen. Ah, schade, schade. 10 Mal muss es ungefähr, aber ja, kann noch missen. Einfach toxen. Okay, schwierig. Ja, dann ist ab dem Zeitpunkt natürlich egal. Der wird hier an Aquana nicht mehr vorbeikommen. Und ist wirklich nicht so geil. Verliert das Ganze dann so gegen Passport. Ja, schade für Lodomé natürlich, der jetzt ja 6-0 gegen Cringy verloren hat, jetzt hier nochmal gegen Passport, damit auf jeden Fall auch den Anschluss zu den Playoffs endgültig verliert, ne? Also spätestens jetzt und vielleicht sogar ein bisschen in die untere Tabellenhälfte absagt, was schade wäre, weil er eigentlich gutes Season, denke ich, gespielt hat insgesamt, ne? Ja, auf jeden Fall, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, gerade auch wenn ihr sagt, Commentary nice, fühlt man. Dann belohnt das Ganze doch immer gerne mit einem Däumchen nach oben. Nicht nur bei Lolome, sondern generell, wenn ihr irgendwo nice Content seht, immer Däumchen da lassen. Vielleicht nochmal einen Kommentar schreiben oder sowas. Das ist ganz cool für die Kreaturen. So, und damit kommen wir zum letzten Kampf für heute.